So, Funkgeräte nimmt jetzt einer von euch wegschmeißen. das Funkgerät ab in die Ja. Hand und sagt, hier ist alles in Ordnung, ihr habt den Typen eingeliefert und macht euch normal wieder auf Streifendienst. Hör ich einen falschen Call, seid ihr tot. Hannah Montana oder was? Halt du halt's Maul! Was für Hannah Montana? Warte mal ab, wenn ich rauskomme! Ich schwör's euch, wenn ich hier raus bin, ne? Ist richtig Rambazamba. Dann wird das Wort Terrorist passen. Nehmt euch auseinander, verspreche ich euch. Ist offen, ist offen, ist offen, ist offen. Zeig uns in den BWR. So, wo möchtest du hin? Still I'm going, no swish. Shots of rum in the pitch. I take the time, get me rich. Got the thought so intact. Was geht, Jungs? Junge. Was geht ab, Sonny? Ja, Alter, Sonny, jetzt ist Jan abgeschissen. Mega geil. Ja. Ja, Sonny hat das Meth wieder übertrieben. Scheiße, so. Gib Sonny eine Waffe und dann go, oder was? Ey, mega geile Aktion, Jungs, wirklich, Alter. Ja, Sonny, hast du ein bisschen ausgerüstet? Nee, ne? Nee, ich hol jetzt Equip, dann geht's los, oder was? Ja, go. Okay, ich hol Equip schnell, ja? Jetzt, heute Nacht werden wir ein Statement setzen, Jungs. Auf, sag ich euch. Auf jeden. Alleine der Frisur ist ein Statement, Digga. Sonny ist hier. Ja, okay, normal. Sonny ist jetzt hier bei Uni, Jungs, ihr könnt zurückkommen. Ey Jungs, ich muss aber aufpassen, ne? Wegen Ding. Ich hab jetzt Funk und so, aber ich kann noch geortet werden, ne? Ich hab Flugmodus. Ja, können doch alle anderen auch von uns. Echt? Okay, ich hab Flugmodus, dann geht nix, gell? Sonny, wir stellen die Scheißgute von denen doch eh, Flugmodus und dann speichern machen. Hab ich, alles gut. Aber ich kann. Sonny, komm mal kurz mit. Jo, okay. Ja. Ich hab mal irgendwie brauchen Erinnerungsfoto mit euch bei. Dann deswegen steht Sonny sich in die Mitte, ne? Waffen raus, oder was? Ja, normal, Digga, Waffen. Okay, Leute, wir fahren, ne? Kommt ja, mit. Richtig, machst du. Ja, viel Spaß, ne? Jetzt wird gestürmt. Ich lande auch schon wieder. Alte Quetsche, guten Rutsch, Junge. Free Montana, Free Olo. Bist du dabei? Ja, ja, hab ich. Drei. Okay. So, Junge, jetzt kommt Krieg. So, die entfernen die Wanteds. Und sagen? Die töten sie trotzdem. Ist da überhaupt jemand drauf? Da ist hier gar keiner drin. War bei Fabiaku. Oh Gott, da hab ich Flashback. Ja, aber hier können wir zusammen nichts machen, Digga. Das sind acht Spiele. FAB 3 Jungs, FAB Zugriff, Jungs, zwei Zugriff, 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 direkt Zugriff. Sofort die Hände hoch. Sofort die Hände hoch oder wir öffnen das Hände hoch, alle Flossen hoch. Oh, ihr habt Rede. So, der Herr in Blau. Der Herr in Blau, Abmarsch bitte. Abmarsch. Der ist Zeuge aber. Oh ja. Na, ich glaube, der sagt, der wird uns nicht verraten. Ich bin scheiße, ich weiß noch gar nichts. Alles klar, wir danken dir. Angenehm Tag. So, die Herrschaften. Mit wem haben wir denn hier die Ehre? Sprechen. Moment, die sollen Funk wegmachen. Dürfen wir wieder sprechen? Die müssen Funk wegmachen, Funk. Ja, Funke wegmachen, also Funkgerät ins Auto tun, zu den BMW bitte. BMW bitte. Da ist der eine besoffen. Und dann auch der besoffen, das macht mir einen starken Eindruck. Na, ja, drei Funkgeräte drin. Paar. Optimal. So, dann steigt mal in den BMW ein, in den. Geh da hinten ein. Ich steig da mal da hinten mit ein. Jeder von euch steigt in ein Auto. Funkgerät ist im Kofferraum, ne? Ja, ja. Gut, na, FAB Agent, wie geht's? Na gut, ne? Ah. Echt gut. Gut. Wie lange noch? Ei. Zweimal lebenslänglich gekriegt. Pff, juckt mich nicht. Ja. Euch nehme ich noch mit. Ich werde im Knast sterben, aber ihr werdet auch sterben. Das verspreche ich euch. Ich habe eh zweimal lebenslänglich. Mich juckt eh nichts mehr. Ich habe vorhin so eine Glatze auf die Fresse gehauen im Knast. War auch ein Beamter. Oh, guck mal da, wer da ist. Die Hände hoch. Kein Mucks. Lassen hoch. Und zwar jetzt. Pass auf die Autos auf die FRB da drinnen. So, pass auf, Hast du ein Funkgerät noch? Bulle. Warte, der darf gar nichts sagen, wa? Der hat eins. Legst ins Kofferraum, im Kofferraum. Du sagst keinen Mucks, du legst dein Funkgerät, ohne ein Wort zu sagen, in den Kofferraum hier von BMW hinter dir. Kapiert? Ja, ist ja Maul halten, hab ich gesagt, Wort. Alter. Was haben wir gerade gesagt? Nur mal leg ich dich jetzt um, hast du mich verstanden? Mein Funk ist aus. Ist mir doch scheißegal, ich hab... Weil ich gerade Feierabend Als Maul, legt es rein. Ja, mach ich doch. Also, jetzt noch einen Mucks, bist du tot, okay? So, und jetzt darfst du reden. Berlin, schnappt ihr Bagdad und geh mit denen ins LSPD. Mit Bagdad ins LSPD, oder was? Ja. Lasst euch die Dinger alle entfernen. Nimmt am besten Monaco noch mit, ne? Pass auf, du hast eine Spezialaufgabe noch, bevor du schlafen gehst, gell? Ja. Wir marschieren jetzt ins PD und du löst Punkte, ne? Wie bitte? Darf ich nicht. Ob du es darfst oder nicht? Pass mal auf, wir haben hier drei FIB-Agents. Die werden sterben, wenn du es nicht machst, was wir sagen. Hast du verstanden? Du, ich habe zweimal lebenslänglich bekommen. Ich kann euch alle abknallen. Ich habe da gar kein Problem mit. Mhm. Du, Officer, mitkommen. Ab jetzt ins PD. Vorwärts. Du redest leise, okay? Mach ich nicht. Dann fangen wir mal an. Dann fangen wir mit dem Sonny Montana an. S-O-N-Y Montana. Die wissen, dass ich danach in die Busy fliege, ne? Das tun sie nicht.
Doch, tue ich. Nein, ich habe die Auflage, dass ich das nicht darf. Wenn sie hier bedroht werden, dann müssen sie das tun. Ja, wenn sie meinen, ich werde es ja morgen sehen. Ja, Sonny Montana. Jo. Der hat ja noch nicht meine Haftstrafe. Ich habe keine Haftstrafe, der hat keine Haftstrafe? Da steht schwere Drohung. Drohung ist doch keine Haftstrafe, oder? Ja, das löschen. Löschen, weg. Ja. Ja, ist okay. Nächste ist Rico Mendoza. Mach ein bisschen schneller, weil wir haben natürlich auch... Ja, ich bin schon dabei. Genau. Da ist genau das gleiche weißt, drin. Bei mir, ich hab Full House. Also bei Rico Mendoza steht schwere Drohung, schwere Drohung. Ja, dann mach mal weg. So, der Herr. Wir gehen jetzt unten zu den Zellen. Dann schließen wir dich da ein und du gehst Haya machen. Was hältst du davon? So, der Herr, ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlafen Sie schön. Punkte weg. Punkte sind weg, ja. Wo ist der LSPD da? Der ist schlafen gegangen? Wir wollten halt einfach mal einen Haya machen gegangen. Oder so. Also wirklich Haya machen? Nein. Aha. Doch, er ist Haya machen gegangen. Wir müssen den vernichten. Der hat sich echt fertig angehört. Der ist wirklich Haya machen gegangen. Der war durch, der war wirklich durch. Ich wollte ihn noch in die Zelle unten einsperren, dass er da pennen kann. Ey, und ich aber der ist durchwegen gewesen. Dann wollen wir mal, schnapp mal die FIB-Bieler, wir fahren. So, wir fahren jetzt noch eine Spazierung. Ab ins Auto, Jungs. So, Herr FIB-Bieler, steigen wir aus bei uns aus dem Auto, Sonja. Herr FIB-Bieler, mitkommen. Jetzt wo meine Gerichtsverhandlungen dabei gewesen sein sollen. Ich hab gehört, das soll ziemlich krass gewesen sein. Du musst so sehen, ich habe heute wieder Geschichte geschrieben, aber das ist ja nicht das erste Mal auf der Insel. Das ist wohl wahr. Aber Dimitri ist so einer, da muss man aufpassen. Blau gefiel es mir damals besser. Der Herr mit dem Roten. Nee, ja, das andere Blau. Ich mal mitkommen. Ja, ich habe mich noch nicht mal verabschiedet vor Semi. Oh. Heute ist wirklich so weit bringen. Oh yes. Willst du das? Und auch, Sonny? Digga, du bist Kollateralschaden, ja, was soll man machen? Guck mir in die Augen, guck mir in die Augen. Was? Kennen wir uns? Ja, normal, ich glaube, dein Name wurde gerade genannt vom PD, ne? Mein Handy noch dabei, ne? Dein Name wurde weitergesendet. Kein Problem, geht um mein Level. Ah, kein Problem. Schmatze wieder einen ab, ne, Sonny? Mhm. Geht's wieder gut, ne? Ich hab gehört, schießen. Was? So. Kommen Sie mal mit, der Agent. Wir haben auch noch was zu besprechen. Mit leerem Magen stirbt sich schlecht, ne? Haben Sie vielleicht was zu essen? Bonnie hat bestimmt was. Er sagt, dass Sie sterben. Kommen Sie mit, der Herr. Wir sprechen doch mal. Wie war der scheiß Psychopath, ne? Ja, ja. Du bist ein richtiger Psychopath, weißt du das? Erste Sache. Für dich habe ich mir extra diesen Ort ausgesucht, weil hinter dir ist der Fahrstuhl, der dich direkt in den Tod führt. Rushen wir sowieso direkt rüber. Boah, richtige Vietnam. Operation Fake-Kranke beginnt. Ivan, richtiger Psychopath. Alter. Echt nervig, wenn ich. Aber ich sag. Das, das so, ja, dafür müssen wir nicht nochmal sitzen. Naja, wir werden. Rico und ich werden 100% nochmal sitzen, sag ich dir. Der West weiß aber nicht, was Phase ist. Er weiß nicht, ob ich schon mal nochmal eingebuchtet worden ist. Gar nichts, Alter. Der weiß nicht. Nicht, ne? Wir hätten ihn eigentlich auch. Ja, dann werde ich ihn morgen töten, Digga. Wir werden ihn einfach töten. Ja, normal. Wo ist das Problem? Kein Problem, den schnapp. Aber dann haben wir halt Punkte. Ich bleib dann ja, schön. Wir machen Cunningham töten. Machen morgen wieder irgendeinen Psycho-Plan, Digga, und dann schnapp ich mir eine Idee. Und wenn wir dann die Punkte wieder haben, was wir 100% haben werden, müssen, lassen wir die löschen. Ja, und dann töte ich Cunningham trotzdem. Ja. Yeah. Was mir gefällt. Die kommen, die kommen. Ja, zur Not. Boys, zur Not. Wo? Was? Kommen die Cops? Wo? Sirenen, jetzt geht's los. Ich prügel den Laden hier mit dem Golfschläger ein bisschen kaputt. Ey, hoffentlich kommt FIB nicht her. Also, das wäre ein bisschen. Oh, da sind. Ja, ja, danke schon. Warte. Sollen wir direkt Ankündigung drücken, warte, Alter? Warte. Ey, ich schläg hier gar nichts weg. Warte. Ey, jetzt. Ey, nehmen Sie die Waffen runter. Jetzt und rüber, Jungs. Sonst komm ich raus da. Ich hab auch Waffen. Was halten Sie denn davon? Boah, Digga, Vietnam. Das sagt mir wer. Drehen Sie sich mal rum. Ja, die Waffen runter, die Damen. Waffe aus der Hand, Kollege. Danke. So, Jungs. Holt die Autos. Wieder drei Ahnungslose, ne? Erst ein paar FIBler und jetzt noch ein paar LSPDler. Schmeckt. Wie frühstücken. Ich erinnere mich an ein Ticket von Ihnen. Ich schätze mal, heute werden wir die Quittung dafür schreiben. Ach, guck mal da. Die Dame hat heute auch ein paar Leute eingeknastet, ne? Wo sie besser nicht hätte machen sollen, ne? War die nicht auch bei meiner Gerichtsverhandlung dabei? Bitte einmal den wunderschönen AMG. Ey, Softeye, stopp, mach keine Faxen, genau, ich bin wieder ausgerüstet wie im Krieg. Also mach keine Faxen hier, ja? Ey, Softeye, du drehst dich jetzt mal um und sperrst mir das Auto auf, ja? Jo, was ist das? Du meinst den Buffalo? Richtig. Gut, und jetzt begib dich in ein Fahrzeug von uns. Aber wir nehmen den Polizeiwagen auch mit dir, wir wissen ja hier alles. Ne? Pass mal auf hier. Sag mal was, ne? Sie können sich glücklich schätzen, dass ich Ihnen kein Angebot gemacht habe, was Sie ablehnen können. Verstanden. Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass trotzdem das passiert ist, was ich mache, wenn nicht das kommt, was ich will. Sag mal was, ne? Sie können sich glücklich schätzen, dass ich Ihnen kein Angebot gemacht habe, was Sie ablehnen können. Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass trotzdem das passiert ist, was ich mache,
wenn nicht das kommt, was ich will. Ne? Jetzt. Merken Sie sich das. Passt auf, wenn Sie einen Knast das nächste Mal, gell? Ah, ne, sind die doch oder nicht? Ne, sind die nicht. Digga, das sind die nicht, Digga. Das sind andere Bullen, das sind andere Bullen. Fahr einfach geradeaus, Alter. Ich bin mein Amigo, weißt du noch? Ah, ja. Arzenbase, Arzenbase. Ja, wir sind sofort da. So. Hey, Ivan, bitte lass die Luft sprengen. Lass die Fesseln in die Luft sprengen. Nein, wir sind ja kompetent. Ja, kompetent. Dass du zu viel gesehen hast, ist dir wahrscheinlich selber bewusst, ne? Wir sind kein Hampelmann-Fall, wir sind immer noch eine Mafia. Und wir verwischen jede Art von Spuren. Ich denke mal, dass wir, hat auch irgendeiner von euch irgendwie Sternchen? Negativ. Okay. Das kann über dich gerne was sagen. Ja, das ist wahrscheinlich. Nur die Bonnie hat noch Klasse. Weiche deine Maske und spreche offen. Nein, kann man nicht. So, merkt euch die Fresse. Okay, werdet ihr euch eh nicht mehr dran erinnern können. Vorzeitig entlassen. Zweimal lebenslänglich. Interessiert mich nicht. Oh, merkt euch die Fresse und ist best. I feel pretty, oh so pretty. Die nächsten Tage wird noch öfter sowas passieren, was wir jetzt hier machen. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr denkt, ihr seid die Staatsmacht. Ihr denkt, ihr habt irgendwie Macht. So ein bisschen Macht, denkt ihr. Wo ist jetzt eure Macht? Komm, erzählt mal, wo ist eure Macht jetzt? Ihr seid vielleicht, wenn ihr mal mit euren Filibern unterwegs seid, habt ihr ein bisschen Schutz. Aber ihr wisst nie, wann eine Mafia genau zusteht. Eine Mafia kommt aus dem Untergrund, ist einmal kurz präsent und man findet sie nie wieder. 10 Minuten bevor wir euch jetzt eingesagt haben, durften FIBler dran glauben. Jetzt seid ihr dran. Ich will auch noch was sagen, ne? Wie gesagt, und falls ihr, ach scheiße, ihr werdet euch wahrscheinlich immer Maske ab dran erinnern können, ne? Aber wenn euch... scheiße. Wenn euch das gesehen... Warum lachen Sie? Wenn euch das Gesicht mal sagt, ich mache euch ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt, ne? Da würde ich nicht nur zweimal überlegen, sondern 100-mal überlegen, was ihr tut. Warum habt ihr euch keine Hut angezogen? Bei jemandem schmeckt das. Meldet euch. Aber ich habe aber auch noch eine Frage. Euer Kollege, der Herr Baumaschine, ist noch im Dienst? Ihr seid super. Oh ja, den will ich auch haben. Den will ich haben. Aber ich auch noch mit seinem Gedärm füttern. Ich weiß nicht, ob dieses ganze heute deine Maske ausziehen. Das wollen sie jetzt mit dem ganzen Fidima-Fitz. Ja, du bist immer hässlich, Digga, du bist warte mal. Gut. Ey, gib dir mal und die Fresse von dem ganz linken Bullen. Ich sie genommen hätte. Aber die Soft-Eis-Locke ist auf jeden Fall mein Liebling, der in der Mitte. Gib dir mal die Fresse von dem ganzen. Ihr drei werdet eurem Leben weichen. Legt euch niemals mit einer Mafia. Sie werden jetzt ihrem Leben weichen. Haben Sie letzte Worte? Ja, Rose Hoffmann, war mir eine Freude mit euch. Ja. War mir eine Ehre mit euch. Same. Und man kann immer auch lebend davonkommen, wenn man auch ein Angebot annimmt, ne? Was man nicht ablehnen kann. Ich stehe jetzt hin, im Namen der Dr. Nostrau. Mach das mal weg, der Glück. So, haben Sie noch irgendwelche letzten Worte? Sprechen Sie Ihr Gebet? Soft Ice Lock ist nichts Persönliches gegen dich, ne? Und mal hier so von Mann zu Frau, ja, ist gar nicht so geil. So, arrivederci. Das war jetzt nicht nett. Arrivederci. Tschüss. Ja. Jungs, wollen wir? FNMDM. An euch geht dasselbe. Wie bitte? An euch geht dasselbe, ihr werdet sterben. Tut ihr nicht vergessen. Juhu. FNMDM. Knautsmaskenstreife ruft. So Jungs, wir sind fertig für heute. So irgendwelche Dispute in irgendeiner Art anstehen, gerne durchrufen. Wir gehen auf Streife. warte, Ivan, lass mich doch rein. Ein BMW und dein Audi, ne? Lockhoser Nostra, Streifenwagen 461 auf Code 1 Ende. Hellsend Police, Junge. Beste war eben, wo Espen halt abgedankt hat. Opa weiß da aus. Ja, ja. Alle stehen da so ganz ruhig und sag mal, da haust du da mitten in der Menge auf. Und Nikolai so, ey, ist das Sonny? Und alle sich komplett kaputt gelacht. Echt? Ey, ist das Sonny? Mich hat das aufgeregt, Alter. Ich bin dann hoch zum Weißen Haus gefahren, wo diese Ansprache gehalten wurde. Ich bin da mit 100 Mann eingelaufen, ne? So, dann hoffe ich mal, dass mich jetzt alle hören. Auf jeden Fall freut mich erstmal, herzlich willkommen auf dem Golfplatz und freut mich, dass wir so zahlreich hier alle erschienen sind. Ich würde die Gunst der Stunde noch nutzen und jetzt kurz zum Weißen Haus gemeinsam fahren. Dort gibt es eine Ansprache an das Volk. Das würde einen gewissen Eindruck erwecken, wenn wir da gemeinsam hinfahren. Ja, satteln wir mal auf und fahren mal da hoch. Ja, gucken wir mal, was dort ist, ja. Und am besten eine schöne Denkkolonne natürlich, weil wir sind ja jetzt einige hier.
Wieso? Ja, ich bin mit 100 Mann, die haben uns nicht reingelassen. Echt jetzt? Ja, normal, Ansprache ist schon angeblich vorbei. Ja, wir stehen hier noch. Jo. Ey, Saftladen ist das, Digga. Egal, ich fahr wieder zurück. Tschüss. Tschüss. Jo, Sonny. Jo, warte. Jo, Diggi, ich find's. Sei mal so nett, ich hab halt Anweisungen auch nur von meinem Fehl. Ja, okay. Den ich böse gemeint, Bruder. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Dann fahren wir wieder zurück zum Golfplatz. Ja, Digga, warte mal, so, warte. Ey, Konvoi hierher unterwegs voll bewaffnet mit langen Waffen. Haben die gesagt? Ja. Ja, normal. Ich stand da auch noch so dabei, ey. Ja, aber die haben direkt Kackstift bekommen, haben gesagt, wir sollen sofort umdrehen. Aber ohne Witz. Ja, normal, dann sind wir halt wieder weg. Jürgen, passt. Wir mal rein, Digga, ja. 1-7. 1-7.